Hi. Hi. Was hast du so? Handgranaten. Zerfetzt ihr Ziel in Stücke. Peng! Und Probleme beseitigt. Diese provisorische Granate ist im Wesentlichen ein Stahlrohr, das mit Sprengstoff gefüllt ist. Sie kann jedoch sehr tödlich sein, wenn sie nahe genug an ihrem Ziel detoniert. Für 2 Patronen. Wurfmesser. Die perfekte Nahkampfwaffe, wenn es leise sein muss. Wurfmesser. Gibt es nicht. Wurfmesser werden von vielen Waffenschmieden der Metrör aus Federstahl kaltgeschmiedet. Da nehme ich mal 5 von. Erste Hilfe, Medipack. Das Standard. Nehmen Sie sich ein paar. Sind niemand nützlich. Das Standard-Medipack der Armee beinhaltet Schmerzmittel und Gegenmaßnahmen für Massenvernichtungswaffen. In der Metro ist es sehr begehrt. Ah, nein! 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 Ich hab... Ah! Ich hasse euch alle! Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Nee. Wie auch immer. Ich habe gerade Munition verschwendet, weil ich aus Versehen ein Medipack verkauft und es dann wieder zurückgekauft habe, ich Idiot. Das ist schon ärgerlich. Wow, das ist schon echt ärgerlich. Bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ja. Wow, ich würde gern mal auf so einem Ding fahren. Kannst du mir eine Patrone geben? Hey, Junge, bettle woanders. Ach, ich sollte jetzt besser gehen, sonst bekomme ich noch den Hintern verhauen. Geben Sie mir bitte ein paar Patronen. Eine Patrone. Ich habe solchen Hunger. Da, hässliches Danke. Kind. Ich hätte dem anderen ja auch was gegeben, wenn der nicht abgehauen wäre. Der ist selber schuld. Der ist selber schuld, weil er einfach keine Geduld mit alten Männern hat, ja? Alter Mann, ist doch kein D-Zug. Was hier los? Ach, das sind die Schweine. Okay. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Danke, gehen wir. Ja, ja. Geh mal. Doch noch Vernunft angenommen. Hey, gehen wir. Ist er nach unten oder? Oder wo ist er jetzt hin? Folgen Sie mir. Ja, er ist nach unten. Okay. Stehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Hey, gehen wir! Okay, jetzt fängt er ein bisschen zu nerven. Folgen Sie! Also hat Gott sie nicht von dieser verfluchten Station zurückgeführt. Sie stolperten. Wo sind Sie? Zu viel Angst, zurückzugehen. Ich höre mir die Geschichte an, Junge. Als es plötzlich still wurde, hey, gehen wir! Um auf sie zu warten. Und dann kam aus der Dunkelheit etwas auf mich zugeflogen. Folgen Sie mir! Gerissener Arm! Edgars Arm! Ich konnte seine Tätowierung erkennen. Es war wie ein Schlag. Wo sind Sie? Ach, halt doch die Klappe. Ich habe genug davon gehört. Hey, gehen wir! Ich würde gerne weiterhören. Und Junge, halt doch mal die Klappe. Oh mein Gott. Folgen Sie mir! Danke. Ich bin einfach. Ich bin viel zu nett. Dafür bestehle ich aber auch Leute, wenn ich die Möglichkeit kriege.
So, Junge, lass mich aber trotzdem hier in Ruhe alles untersuchen. Hey, gehen wir. Wir gehen, wenn ich entscheide, wir gehen. Folgen Sie mir. Will ich zum Beispiel wissen, was das hier hinten ist? Wo sind Sie? Ich kann zaubern, Junge. Ich bin einfach verschwunden. Ich vermute mal, dass wir, hey, gehen wir hier hinten dann weitergehen, weil wir wieder zu zweit sind. Wir wissen ja schon, dass wir noch einen Gefährten kriegen. Hat er ja in seinem Tagebuch geschrieben. Und dann da diesen Kasten da wegschieben. Ja, hat sich schon gelohnt. Wo sind Sie? Der Kleine muss an mir richtig verzweifeln, oder? Hey, gehen wir! Das ist unglaublich hässlich. Folgen Sie mir! Hi, was macht ihr da unten? Wo sind Sie? Hey, gehen wir! Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht gerade. Ich muss meine Finger nicht bei mir behalten, ne? Wo sind Sie? Ich komme ja schon. Nerv nicht so, Junge. Weißt du, ich glaube, den Kerl hätte ich auch alleine gefunden. Er hätte das Geld nur gegeben, weil ich nett bin. Auch wenn du so ein richtiges Ekel zu mir warst. Und immer noch bist übrigens. Also, ich gehe. Wiedersehen. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Setz dich. Ich guck mich erst hier. Haha. Wisst ihr, da ist nämlich nochmal was. In der Metro haben wir ein Sprichwort. Es gibt nichts Schlimmeres als einen zufälligen Begleiter. Aber ansonsten kann man sich auf niemanden verlassen. Dieser Bourbon-Typ ist echt seltsam. Warum sollte er mich brauchen? Er kennt die Tunnels offensichtlich wie seine Westentasche. Irgendwer hat ihm erzählt, dass diese Scheiße bei mir nicht wirkt und er kauft es ihm ab. Ich selbst glaube nicht daran, aber er schon? Naja, bringt nichts darüber zu grübeln. Ich werde einfach nur froh sein, wenn er mich über den Markt bringt, ohne mich in einen dunklen Tunnel zu schleifen. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Na gut, ich warte. Aber trödle nicht herum. Ich will jetzt natürlich erstmal das Geld nehmen. Und ich würde sagen, mit dem Geld holen wir uns nochmal zwei, drei Granaten oder irgendwas. Hätte ich gleich kaufen sollen. Hey, Baby! Gefällt dir, was du siehst? Sollen wir uns eine schöne Zeit machen? Sonderpreis für dich. Ist das eine Pistole in deiner Hosentasche? Oder freust du dich so, mich zu sehen? Jetzt, worauf wartest du noch, Süßer? Jetzt bin ich unsicher, ja? Ich bin echt versucht, einfach nur ums gemacht zu haben, das zu machen. Nicht genug Blei in deiner Pistole? Gleichzeitig befürchte ich, dass das eine richtig bescheuerte Idee wäre. Komm her, Baby. Ich habe das frischeste Fleisch auf dem ganzen Markt. Ich meine, die ist ja an uns vorbeigelaufen. Und ich zeige dir, was dir fehlt. Die ist an uns vorbeigegangen, als wir in der Kneipe waren. Die hat ja mitgekriegt, wie viel Geld wir da gekriegt haben. Der hat uns was? Ja.
richtig, der hat uns richtig was in die Hand gedrückt. Worauf wartest du noch, Süßer? Gib mir einen Schuss und ich zeige dir, was dir fehlt. Ich komme hier jetzt auch nicht weiter, ne? Komm her, Baby. Ich habe das frischeste Fleisch auf dem ganzen Markt. Aber ich muss ja auch hier unten weiter. Kann man auf dem Rückweg, kann man das immer noch entscheiden. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube nicht, dass das Risiko eingehen will. Ja, Waffen laden wir doch irgendwo, ne? Hier. Hi. Sonderangebote, Rabatte. Beste Waffen von den Schmiedemeistern. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Ja? Ein Heilmittel für alles. Nehmen Sie sich ein paar. Ja, das mache ich nicht nochmal. Das kaufe ich mir nicht nochmal. Scheiße. Abgemacht. Okay, das soll erstmal reichen. Granaten und Wurfmesser. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine dumme Idee, das dabei zu haben. Dann gehen wir wieder zurück zu Bourbon. Die anderen Menüs, die kann man mit einem Rechtsklick, kann man die immer verlassen. Aber wenn ich Rechtsklick in dem Verkaufsmenü mache, dann verkaufe ich. Das ist total belastend. Das war gar nicht meine Absicht. Das ist genau der gleiche Fehler, der mir vorhin schon mal passiert ist. Na, aber wenn ich den Fehler ein zweites Mal mache, dann muss ich halt damit leben. Wir werden schon wieder irgendwo First Aid Kits oder irgendwas finden. Zu dir wollte ich doch gar nicht. Ich bin doch kein Idiot. Die hat mitgekriegt, wie viel Geld ich habe. Deswegen war sie auch in der Bar. Die will mich garantiert ausnehmen. So dumm bin ich nicht. So, bist du bereit? In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Lass uns gehen. Ist sie immer noch da? Nicht. Ist sie nicht. Ich wusste, dass wir hier lang gehen. Ganz kurz was nachgucken. In der Steuerung. Und zwar... hier ist es nicht. Das ist wahrscheinlich unter Waffen. Benutzen, interagieren. Nee, hier ist es auch nicht. Moment. Wir haben doch dieses... für die Taschenlampe zum Aufladen. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Okay, gedrückt halten. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Ja, dann renn doch vielleicht nicht von mir weg, du Idiot. Was war das gerade?
Worauf hast du geschossen? Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Der liegt schon ein bisschen länger hier, würde ich sagen. Warte mal, war hier auch was? Munitionstechnisch meine ich? Nee, anscheinend nicht. Okay. Weißt du, ich verstehe nicht, warum der nicht in unserer Nähe bleibt. Das ist echt nicht schlau in diesen Tunnels. Oh. Bei dir alles okay? Es tut mir leid, ich muss einfach fragen. Ey, Burm, hast du einen epileptischen? Irgendwas stimmt mit seinem Bein nicht. Burm? Dann gucke ich halt alleine. Irgendwas ist da. Alter. Ich wechsle auf jeden Fall erstmal die Waffe. Alter. Sind das diese Schleicher, von denen er geredet hat? Jedenfalls sind wir anscheinend noch nicht alleine hier. Aber es gibt hier natürlich Munition zu holen, deswegen. Ganz schlau, Artyom. Ganz schlau. Vielleicht sollte ich mir mal die Tastenbelegung einprägen für. Okay, steht da nicht. Ach, guck mal, es gibt noch mehr Granaten. Da, 5 Minuten haben wir. 5 Minuten, nee, 5 Minuten hält ein Filter. Nee, 5 Minuten an Filtern haben wir. So. Ich konnte doch hier eben noch irgendwas einsammeln. Nervös. Das Einzige, was ich mich halt frage, ist meine Lebensenergie. Woran sehe ich meine Lebensenergie? Regeneriert die sich mit der Zeit selber? Sind diese Medkits quasi nur für im Gefecht? Wenn es eng wird? Oder ich habe keine Ahnung. Das muss ich im Zweifel schauen, muss ich das halt nochmal recherchieren. Das ist mir nämlich aus diesem Spiel hier noch nicht ersichtlich geworden.